Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist das Palladium Telecassetten Game Color mit der Artikelnummer 825-530. Das ist also die überarbeitete Variante dieser Konsole. Die zeichnet sich im Unterschied zur Vorgängervariante dadurch aus, dass sie keinen internen Lautsprecher mehr hat und ein richtig schlechtes Antennensignal rausgibt. Ich habe da mehrere Fernseher zur Auswahl. Mir ist es nicht gelungen, auf irgendeinem dieser Geräte ein vernünftiges Bild zu bekommen. Sieht man hier, ist je nach Modul unterschiedlich. Bei den Ballspielen, ja, da kriegt man noch ein kriseliges Bild. Beim Motorrad keine Chance, das zu spielen, weil das entsprechend vertikal verschoben ist, das Bild. Und beim Autorennen sieht man, ja, das geht gar nicht. Also Katastrophe. Und dann bin ich im Internet über einen AV-Mode gestolpert, so beiläufig. Wer Urheber ist, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich probiere diesen Mode einfach mal aus. Im ersten Schritt ist das Gehäuse zu öffnen. Dafür lösen wir diese vier Gehäuseschrauben auf der Unterseite. Während ich das tue, ein paar Hinweise zu diesem Mod. Also diese Konsole gibt es in mindestens drei Platinenrevisionen, nämlich die ursprüngliche Variante mit diesem silbernen Bedienpanel. Das hat ein anderes Platinen-Layout, das Ding. Dann gibt es diese, die wir jetzt hier bearbeiten. Und dann gibt es noch so eine Zwischenversion, die hat aber auch ein anderes Layout. Also der Mod funktioniert erstmal so nur für diese Variante hier. Und dann auch noch der Hinweis, also wenn ihr das nachmachen wollt, sämtliche Personenschäden, Sachschäden, die da entstehen können, also die tragt ihr selbst, da übernehme ich keine Haftung für. Im zweiten Schritt müssen wir an die grüne Unterseite der Platine. Dafür muss die Platine aus dem Gehäuse raus. Und damit das geht, sind zunächst diese beiden Schrauben hier vorne links und vorne rechts zu entfernen. Und zu guter Letzt müssen hier oben diese vier Schrauben raus, die diesen Modulschacht festhalten. Wenn wir die raus haben, können wir die Platine entnehmen. Passt da bitte auf, dass ihr keine Kabel abreißt dabei. Die Platine ist jetzt umgedreht. Das geht übrigens viel einfacher, wenn man vorher dieses Antennenkabel an der Stelle, an der es aus dem Gehäuse rausgeht, dort rausprokelt. Dann hat man mehr Bewegungsspielraum. Ja, Masse können wir abgreifen. Unten links habe ich eingekreist. Das ist freundlicherweise ein Pad komplett frei. Und Audio ist auch leicht zu finden. Da ist dieses weiße Kabel bereits angelötet. Und Video, das ist auf dieser Zusatzplatine, dieser eingekreiste große Lötfleck, da muss man aufpassen. Da gibt es nämlich links, also schräg links unten daneben in der Ecke der Platine, in dieser Zusatzplatine, noch einen kleinen weiteren Lötpunkt. Der ist nicht gemeint, also das ist dieses große Ding rechts oben daneben. So sieht das dann grob angelötet aus und jetzt hätten wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen uns zwei Cinch-Buchsen ins Konsolengehäuse oder aber, wie ich das jetzt gemacht habe, wir nehmen ein Kabel, das wir nach außen führen. Das hat einen gewissen Reiz. Warum das so ist, das sehen wir jetzt. Dieses Kabel lässt sich nämlich ganz wunderbar wie das ursprüngliche Antennenkabel am Gehäuse nach außen führen, auch mit Zugsicherung, wenn man da halt so einen Knoten reinmacht. Und das Antennenkabel, das lässt sich ganz bequem im großen Gehäuse verstauen. Also man muss da wirklich gar nicht viel verändern. Man kann das wieder auf das alte Drama zurückbauen. Zum Abschluss ein kleiner Funktionstest. Also die Konsole kann jetzt ganz bequem hier über das Cinch-Kabel an den AV-Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen werden. Ich nehme zunächst hier dieses Wipeout, Telebowling, das Spiel. Und dann sieht man Ton und Bild, ist auf Knopfdruck da, wunderbar. Und im Anschluss zeige ich nochmal das Autorennen, bei dem ich ja vorher gar kein vernünftiges Bild überhaupt bekommen habe. Auch das funktioniert. Und als drittes Spiel nochmal das Motorradrennen, also auch das ist jetzt spielbar. Ja, das Flackern, was wir eben gesehen haben, kommt natürlich vom Abfilm eines Röhrenbildschirms. So, deswegen habe ich hier nochmal ein Flachbild ganz nah abgefilmt und da sieht man, das Bildsignal ist nicht wirklich gut. Ich habe aber auch keine Vergleichsmöglichkeit, weil wie gesagt, vorher habe ich mit dem Antennenstecker so gut wie gar kein Bild bekommen. Ob das jetzt deutlich schlechter ist, kann ich nicht sagen. Zumindest funktioniert das möglicherweise. Lässt sich das Ganze auch noch verbessern, indem man irgendwo im Modulator hier dieses das Signal trennt, bevor es dann moduliert wird. Aber so reicht mir das erstmal. Die Konsole ist überhaupt einsatzfähig. In diesem Sinne dann vielen Dank fürs Interesse und alles Gute.